Ja, das war es mit der Ratte, mit Herzog de Puys. Und mir tat er immer etwas leid. Er wird nicht nur von uns attackiert, sondern auch von seinen eigenen Leuten nicht sonderlich geschätzt. Die Schlange versucht ihm irgendwie zu helfen, aber bei der Schlange ist man sich nie sicher, dass er irgendwie helfen würde. Bei dem ist es eher so, ich helfe weniger, als dass ich dich ausnutze. Was die Schlange ja gemacht hat, aber Sir Longarm hat das Land, welches die Schlange von der Ratte ja geklaut hat, eigentlich von uns, aber gut, zurückerobert. Und ja, der Wolf hackt auf der Ratte rum, die Schlange nutzt ihn aus und ich glaube, das Schwein ist das einzige, okay, es gab wenig Berührungspunkte zwischen den beiden, aber trotzdem war es immer so, in der letzten Mission hat das Schwein ja Truppen entsendet, um der Ratte zu helfen tatsächlich. Also vielleicht sind die beiden einigermaßen, können die miteinander umgehen, weil die kommen ja beide aus ziemlich niederen Verhältnissen. Die Ratte ist als Bastard geboren und nur durch Zufall eventuell an die Macht gekommen, ist so der Eindruck. Und auch das Schwein ist ja aus armen Banditenverhältnissen aufgestiegen durch seine eigene Kraft. Also insofern kann man das Schwein dahingehend respektieren. Die Schlange ist durch Betrug reich geworden und der Wolf ist, glaube ich, alter Adel oder sowas. Oder ein Raubritter generell, aber zumindest kommt er mir nicht so vor, als wäre er irgendwie aus einer ärmeren Schicht gekommen. Also macht es Sinn, dass die Ratte und das Schwein sich gut verstehen. Ja, und ich finde die Charaktere, finde ich einfach auch gut getroffen und jeder hat so sein Ding. Und ja, rest in peace, Mr. de Puys. Vielleicht ist er ja entkommen. Man sieht ja nie, wie man ihn wirklich tötet. Bei allen anderen sieht man das, wie man sie tötet. Aber die Ratte könnte ihr entkommen sein, was zu ihr passen würde, weil es ist die Ratte. Und Ratten verlassen das sinkende Schiff, oder? Okay, jetzt haben wir bloß noch gelb, rot und schwarz. Oder dunkelblau. Und etwas, woran ich auch immer denken muss bei dieser Map, ist eben Kingdoms of Germany. Da habe ich auch mal ein Let's Play gemacht, auf sehr schwer. Mit der wunderbaren Stammburgentaktik, die ich da gefahren habe. Aber, ja. Ist selten, dass man so diese Map mal sieht. Das andere, was ich auch mal gespielt hatte, war Lords of the Realm. Das ist auch ein Spiel, das eigentlich eine englische Karte hat, aber für die deutsche Version haben sie auch das Mitteleuropa genommen. Ja. Und ein weiteres Spiel, das ich aber noch nicht gespielt habe. Ich habe es mal gespielt, aber ist schon eine Weile her. Das war Darklands. Und das spielt direkt in einem, ja, spätmittelalterlichen Deutschland und Umgebung mit Städten und wo man eine Vierertruppe durch die Gegend schickt. Sehr umfangreich und vor allen Dingen sehr mythologisch korrekt für das, was die Leute damals wirklich geglaubt haben an weiße Frauen und Waldmenschen und solche Sachen. Wir machen erstmal weiter. Mit Mission 10, die Schlangenjagd. Ihr habt uns also von einem dieser schleimtriefenden Tyrannen erlöst. Freut euch. Aber gebt Acht. Nicht alle seiner Art sind so einfältig. Nein. Es stehen noch größere Herausforderungen bevor. Ja. Es war die Schlange selbst, die euren Vater in die tödliche Falle gelockt hat. Gut. Und jetzt ist die Zeit, Rache zu nehmen. Ja. Ich übergebe euch das Kommando über meine Hauptstreitmacht, damit ihr ihn zur Strecke bringen könnt. Ja. In der Zwischenzeit wird Lord Woolsack eine zweite Front eröffnen. Oh, Lord Woolsack. Macht auch mal was. Mal sehen, wie das läuft. Die sind beinahe mit der Errichtung einer Burg in der nächsten Grafschaft fertig. Bringt die wenigen Wachen, die ihr dort platziert habt, zur Strecke und beendet dann selbst den Bau der Burg. Okay. Zweifellos wird die Schlange versuchen, sie zurückzuerobern. Verteidigt sie also gut. Ja, im Grunde ist das die erste Mission, wo wir selber eine Burg angreifen. Allerdings ist die sehr schwach bewacht. Und wir können sie eigentlich auch auf sehr schwer, sehr leicht erobern. Und dann müssen wir sie verteidigen. Das eigentliche Ziel der Mission ist allerdings eine ganz anderes. Wir brauchen eine Bevölkerung von 100. Und wir müssen 75% der Leute dort segnen. Und das ist ein neues Spielelement, was hier eingeführt wird. Das sind die Kirchen. Und da kommen dann Priester raus und die segnen die Bevölkerung. Und je mehr Bevölkerung man hat, das ist wie bei der Schenke, desto mehr Kirchen braucht man, desto mehr Priester braucht man, die dann rumlaufen, die Leute segnen. Und wir müssen dann 75% dieser 100 Leute, also 75 Leute mindestens, gesegnet haben. Und dann ist die Mission geschafft. Und in der ganzen Zeit wird uns die Schlange attackieren. Aber erstmal müssen wir überhaupt die Burg erobern. Also diese Mission ist mehr geteilt, tatsächlich. Also zumindest zweigeteilt. Und es gibt hier eine Sache, ja, da müssen wir auch aufpassen. Es gibt hier zum einen Wölfe, ganz viele, und Hasen. Und Hasen ruinieren unsere Ernte.
Die tauchen nicht in jeder Map auf, aber in dieser Map tauchen sie das erste Mal auf und die können unsere Ernte ruinieren. Da müssen wir auch aufpassen. Also diese Mission ist ein bisschen... Holterdiepolter. Konzentriert euch beim Angriff der Burg zuerst auf die Beseitigung der gegnerischen Bogenschützen. Sobald ihr die Burg eingenommen habt, baut ihre Befestigung aus, um Angriffe der Schlange abzuwehren, ja. Ihr habt den Auftrag, den Menschen in der Burg die Religion zu bringen. Es wird nicht spezifiziert, was für eine, aber es ist wahrscheinlich der christliche Glaube. Dort baut mehrere Kapellen, um die Anzahl gesegneter Bauern zu erhöhen. Ja. Religiöse Gebäude. Es gibt drei Arten religiöser Gebäude. Die Kapelle, die kleinste, die Kirche und die Kathedrale. Jeder dieser Gebäude benötigt einen Geistlichen. Ja. Und dieser läuft dann durch die Burg und segnet die Personen, denen er begegnet. Oh. Je mehr Leute er segnet, desto höher steigt ihre Beliebtheit. Ja, das kommt auch noch dazu. Dann können wir mehr Steuern erheben. Die Leute sind gesegnet, müssen höhere Steuern zahlen, aber sie sind gesegnet und dann sind sie zufrieden. Das Seelenheil. Und was gibt's sonst noch? Allerdings lässt die Segnung nach einer Weile nach. Das heißt, man muss immer, die Priester müssen immer wieder die Segnung erneuern. Und ein einzelner Geistlicher kann sich nur um eine bestimmte Anzahl von Leuten kümmern. Und wenn wir eine bestimmte Schwelle erreicht haben, dann wollen sie... Also eigentlich theoretisch könnte man nur Kapellen bauen, die kleinsten Gebäude. Aber irgendwann, ab einer bestimmten Größe, wollen sie dann die Kirche haben. Und wenn das noch größer wird, wollen sie auch die Kathedrale haben, die wesentlich größer ist und mehr Steine frisst. Man braucht viele Steine für diese Gebäude, weil die alle aus Stein sind. Das sind allerdings keine Verteidigungskirchen oder sowas. Die gab es ja damals auch. Aber das sind sie nicht, die sind einfach nur zum Segnen da. Aber ich glaube, in dieser Mission ist das noch nicht der Fall. Die geben sich mit Kapellen zufrieden allesamt. Aber wir müssen eine ganze Menge von denen bauen, damit wir die 75-prozentige Durchseuchung, Durchsegnung haben. Ja, und das ist das neue Element hier. Aber erstmal Spielstart. Und sich umsehen, denn es gibt hier schon mal ein paar Wölfe. Und die Map ist etwas größer. Wir haben ein Steinbruch hier schon mal. Den müssen wir beschützen. Wir brauchen die Steine für die Kapellen auf jeden Fall. Dann gibt es hier eine Klippe, die vollkommen geschützt ist. Da liegen ein paar Bären rum. Und das ist die gegnerische Burg. Ein Verteidigungswall mit zwei Bogenschützen hier oben drauf. Und drei Keulenschwinger. Und diese Burg wollen wir erobern. Ist die Frage, wie es läuft. Diese Ratten, diese Wölfe bewegen sich ja schon mal. Ich will zumindest die Burg schon mal erobern. Ich lasse die Wölfe da mal machen. Ich weiß nicht, warum dieser eine Bogenschütze, Lanzenträger da attackiert worden ist schon. Und diese Bogenschützen sind auch schon angegriffen. Ich weiß nicht, warum. Okay. Gut. Beschleunige mal ein bisschen. Wo greifen sie an? Oh, ja, toll. Wen sollen sie auch sonst angreifen, außer mich? Außer mir. Ich treffe hier gar keinen. Zieht euch mal zurück. Zieht euch zurück. Und meine Lanzenträger werden erstmal die Bogenschützen hier beseitigen. Und da ist noch einer. Okay, dann rennt er rein. Dann kann ich meine neun verbliebenen Bogenschützen mal nachsenden. Um die Keulenklopper zu vernichten. Die haben eine Lederrüstung. Recht resistent. Okay, das erste, was ich machen werde, ist... Ich habe genug Holz. Und Speicher. Ich brauche mehr Holz. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, eine Mauer zu rechnen. Oh, ich kriege ja Steine. Ein Bär in einer der Wohnung. Wo? Wo ist der Bär? Da. Ein Kinderspiel. Geht zu dem Turm. Bauen auf jeden Fall Holz.
Da gibt es auch eine Menge Holz. Habe ich 5. Dann, ich habe 2 Getreidefarmen, aber noch keine Bäckerei oder Mühle. Das müssen wir natürlich hier etablieren. So. Bäckerei nicht vergessen. Und auch die ersten Waffenkammern. Und natürlich brauchen wir auch Unterkünfte aus Stein. Das heißt, das ist mit eines der ersten Sachen, die ich machen muss. Die Unterkünfte kann ich ja hier hinsetzen. Ist ja fast egal, wo die sitzen. So. Das meiste habe ich dann. Tötet bitte die Bären erstmal, damit ich hier Ruhe habe. Wartet mal. Verbündet euch mal. Ups, oder auch nicht. So, meine Bogenschützen sitzen hier oben. So, und Hasen, wir haben Hasen. Und Hasen können unsere Ernte vernichten. Sehr gefährlich. Meine Beliebtheit. Steigt. Jagt den Bären. So, brauche ich den Jäger unbedingt. Na gut, hier ist eine Horde, die kann er schnell erreichen. Deshalb lasse ich den noch erstmal arbeiten. So, was wir allerdings wirklich beschützen müssen, ist die Steine. Habe ich genug für einen Turm? Nein. Und hier ist ein Hügel, der sich gut eignet zur Abwehr, weil die Gegner kommen von hier. Wenn ich hier einen Turm hinsetze, kann ich sie schnell erledigen. Ich kann ja bis hierhin bauen. Wenn ich da einen Turm hinsetze oder mehrere, dann kriege ich die ganz gut. Eigentlich eignet sich hier perfekt so ein Engpass. Problem ist bloß, meine Steine sind dann schwer zu erreichen. Ich kann sie nicht beschützen, wirklich. Es sei denn, ich mache hier noch was hin, aber trotzdem werden die meisten wahrscheinlich sterben, weil die einfach nicht geschützt sind. Ich will erstmal eine vernünftige Abwehr aufbauen können. Und eine Kapelle kostet mich 10 Steine, die habe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Noch mehr Getreide farmen. Vor allen Dingen brauche ich einen Marktplatz. Das ist immer wichtig. Richtig und wichtig. Denn ich kann hier Bögen kaufen. Aber eigentlich ist es besser, wenn ich hier selber meine Produktion anwerfe. So. Ich würde trotzdem ein paar Bögen kaufen. Warte dann, dass ich genug Bevölkerung habe. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Ich brauche mehr Leute, glaube ich. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, sie schwinden dahin, ich weiß. Dann brauche ich noch ein paar Hütten hier irgendwie in die Ecke. Okay, ich glaube, grundlegend haben wir was gelegt an Wohin gehen wir? Abwehr. Ein weiter Weg. Mein Bogen ist euer. Jetzt brauche ich Steine. Lassen wir erstmal alle Gebäude befüllen.
mit Arbeitern. Wir befüllen die Gebäude mit Arbeitern. Allzeit bereit. Ich weiß nicht, ob die Schlange hier Belagerungsgeräte einsetzt. Wenn nicht, könnte ich das hier abwehren. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Ja, ja, die hohe Meinung brauche ich auch, damit schneller Leute nachkommen. Ansonsten dauert das immer ein bisschen, bis neue Leibeigene nachwachsen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Die schwinden dahin, euer Gnaden. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit. Okay, schießt sie ab. Unsere Ernte ist in Gefahr. Dafür sind die Bogenschützen da. Mich von den Hasen zu retten. Tötet die Hasen, bevor sie mein Getreide fressen. Sie vermehren sich rasend schnell. Und Wölfe gibt es auch noch. Eure Befehle? So einen ganzen Haufen auf der Map. Hier am Anfang, die habe ich gezielt umgangen. Mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Tötet die Hasen. Tötet den einen Wolf. Tötet ihn, bevor er uns erreicht. Legolas, bring ihn zu Fall. Hey. Okay. Bin zur Stelle. Bogen gespannt. Seit ich die Hasenbedrohung. Ihr sollt treffen. Was seid ihr für Bogenschützen? Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. Yep. In Bewegung. Die werden benötigt. Oh, der Bär ist auch erledigt. Gut. Könnt ihr den Wolf da hinten erwischen? Dann sind wir den auch los. Weil die können nämlich auch meine Bauern angreifen. So, was ich machen könnte, ich könnte hier jetzt diese Mauer hier eigentlich einreißen, um den Stein davon zu kriegen. Dann kriege ich ein bisschen mehr Stein zurück. 21. Womit kann ich dienen? Mein Bogen ist heile bereit. Lasst meine Kuh in Ruhe. So, jetzt kann ich hier einen Außenturm errichten. Vielleicht sogar einen zweiten. Das hätte was. Ja, ich lasse das mal so laufen. Tötet den Wolf, bevor er meine Kuh tötet. Oh mein Gott, meine Kuh! Ne, wo will der Wolf hin? Okay, er rennt an der Kuh vorbei. Ja, bitte. Wölfe greifen an, my Lord. Wölfe greifen an, my Lord. Ja, der sollte jetzt eigentlich erledigt sein. Gut, und die Kuh wurde nicht getroffen. Mein Herr? So, in den Turm kann ich so noch nicht rein. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, da kommen noch mehr. Eure Befehle? Bogen gespannt. Bogen gespannt. Ja, die Wölfe bewegen sich über die Map und haben sich auf mich eingeschossen hier. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Bin zur Stelle. Okay, wenigstens läuft die Produktion jetzt an. Getreide, Brot. Sicher brauchen wir mehr Brot. Ganz sicher sogar. Was ist hier los? Oh, wir haben hier ein Problem. Ja, bitte. Eine Wolfshorde an. Vor uns. Aber meine Bogenschützen haben es schon erkannt. Okay, gut. Und da kommen noch mehr Wölfe. Bogenschützen bereit. Wolfshorden. Bleibt da oben stehen. Wohin gehen wir? Zeitlupe. Ich glaube, ich verliere ein paar Leute jetzt gleich. Und Speicher. Allzeit bereit. Wölfe greifen an, my Lord. Nennt euren Wunsch, bitte. Ja, deine Lanzenträger, flüchte. Kümmert euch um die Wölfe. Hasen? Lass mich hier oben mit Hasen. Womit kann ich dienen?
Ja, Angriff. Ist meine Kuh angekommen? Ja. Ich sollte mein Vorratslager auch erweitern, nicht, dass ich wieder dasselbe Problem kriege, wie ich schon mal hatte. Dass ich zu wenig Platz habe. Das sollte reichen. Nennt euren Wunsch. So, gibt es noch mehr Wölfe? Ah, da oben sind noch welche. Und da sind auch noch welche. Hasen City. Wolf City meine ich. Bin zur Stelle. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So, alle Wölfe erledigt. Ja, gut, dann zieht euch mal zurück. Jetzt kann ich hier eine Stufe errichten. Und dann können meine Bogenschützen nämlich da rein. Eure Befehle? Nicht wahr? Takes a minute. Die müssten eigentlich da jetzt reinkommen können. Zumindest in diesen einen Turm. Ja, jetzt geht's. Ein weiter Weg. Es braucht eine Sekunde oder zwei oder Rücken drei aus. Oder vier oder fünf. Ja. Ein weiter Weg. Okay. Ich hoffe mal, das funktioniert. Was ich mir da gedacht habe. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Könnte ich einen Holzwall hier schützend um meine Farmen ziehen? Damit die euren Hasen da wenigstens nicht rankommen. Oder nicht so leicht. Und hier kann ich leider nicht bauen, das ist zu weit draußen. Könnte zum Problem werden. Ich könnte natürlich hier meine Steinleute schützen. Ein bisschen zumindest. Einen kleinen Pfad lasse ich offen. Damit die Bogenschützen erstmal durchkommen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Gut, noch mehr Wölfe? Im Moment nicht. Mein Herr? Ihr rennt auch mal dahin. Ein weiter Weg. Ein weiter Weg. Ja. Ich höre das Spieltempo ein bisschen. Ein Hoch auf mehr Getreide. Wo ist sicher noch eine Hütte? Die packe ich einfach mal hier so hin. Eine Botschaft von eurem Informanten. Sir Longarm ist mit dem Schiff abgereist, um über die Freilassung des Königs zu verhandeln. Die Freilassung des Königs. Ja, er ist noch nicht tot. Okay, ihr könnt ja mal hier stehen bleiben, um zu bewachen. Die anderen bleiben hier stehen. Bin zur Stelle. Holz kommt rein, Steine kommen rein. Gut, gut, gut. Steine kann ich immer gebrauchen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Die Bewährungsprobe steht noch aus. Zu wenig Geld für weitere Schützenmacher. Ich habe ja vier Stück erstmal. Mehr Bäckereien gefällig. Das sind momentan noch ein bisschen wenig. Ja. Benötigt Holz und ich brauche Geld. Unsere Lebensmittelvorräte keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk liebt euch. Unsere Lebensmittelvorräte. Extra Ration. Das Volk liebt euch, my Lord.
man hier verbinden. Aber ich habe zu wenig. Nö, was? Warum ist der Wolf hier? Wie kommt der Wolf hier rein? Warum kann der Wolf Treppen steigen? Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Also wirklich. Bin zur Stelle. Okay, ich muss irgendwas verhökern. Irgendwas. Brot wäre wahrscheinlich schlecht. Eigentlich habe ich nichts Wirkliches. Ich verkaufe ein bisschen, damit ich mehr Bogenschützen mehr leisten kann. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Noch nie zuvor sah ich so viele Hasen, euer Gnaden. Halt auf, von den Hasen zu reden. Ich will nämlich die Mauer dann, die Stufen abreißen, damit der Gegner nicht daran kommt. Dann stehen diese Türme quasi für sich alleine. Dann sind die da wirklich ganz alleine auf weiter Flur. Der Steinbruch holt genug. Ich packe mal noch ein paar Ochsenkarren dahin, damit sie das alles abholen können. Steine brauche ich wohl. Der Jäger jagt. Und das macht er ganz gut, weil das Vieh ist hier oben. Steckt hier mit mir fest. Bin zur Stelle. Waffen, die möglich sei. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Ja. Ja. Die Wölfe greifen da an. Und was haben wir hier? Ein Händler. Der wird, glaube ich, aber selten von uns oder von den Gegnern angegriffen, von uns sowieso nicht, weil wir brauchen den Kerl. Und Speicher. Okay, mach die Wölfe platt. Danke. Danke. Ich bin stolz zur Stelle. Auf meine Jungs. Bogenschützen. Sie kriegen es irgendwie hin. Ich setze nochmal einen hier drauf. Mein Bogen ist euer. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Gut. Dann lasst sie weiter wachsen. Noch mehr Getreide für uns. Noch mehr Bäckereien. Ja, noch mehr Getreide. Ich bin ein bisschen unsicher, was diese Situation hier angeht, weil ich nicht weiß, wie der gegnerische Angriff aussieht und wie heftig der ist. Das würde ich gerne mal wissen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Also haben wir jetzt eine Chance gegen die Schlange oder nicht? Eigentlich brauche ich mehr Geld für mehr Bögen. Wölfe greifen an, my Lord. Wo? Mein Herr? Wo sonst? Ziel angepeilt. Eure Befehle? Was macht ihr da? Pfeile bereit. Warum sind die so dumm und lassen sich... Oh Gott, das ist ja eine Katastrophe. Das ist so übel, das kann ich nicht dulden. Und klar. Das kann ich nicht dulden, das geht nicht. Bin zur Stelle. So eine Schmach kann ich nicht dulden. Sind auf dem Weg. Von wo kommen die denn? Kommen die von Süden oder so, dass die Leute die nicht sehen können? Und Speicher. Die müssen ja irgendwie neu in die Map reinspawnen. Weil diese Wölfe sind auch noch alle da. Da sind ein paar Bären. Aber die sind noch kein Problem. Gut. Ich hätte gerne mehr Pfeilmacher. Wie viel das Geld? Wie kriege ich das Geld? Soll ich noch einen Abwehrturm hier hinsetzen? Ein Teil von mir sagt ja.
Da sind sie. Knall sie ab, Mann. Okay, ich könnte die Mauer hier ein... die Treppe einreißen. Dann können sie nämlich nicht hier hochkommen. Und dann verziehen die sich auch. Feiglinge. Okay, und dann mache ich die Stufen wieder dran. Zwar ein bisschen Steinverlust, aber das kann ich verschmerzen. Okay, da kommt da noch einer hin. Eine kleine Schutzmauer drumherum. Da kann ich es leider nicht machen. Kleiner Abwehrhaufen da. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Yep. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Meine Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Ne? Mein Bogen ist euer, Herr. So, die Hasen haben sich noch nicht wieder gezeigt. Na, die Wölfe. Sind das die vorgespawnten oder die nachgespawnten? Auf jeden Fall ist das ein toter Wolf. Mehr Geld! Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Vielleicht ein Tor auch besser. Denke ich gerade so. Die Abwehr steht, mein Herr. Na, hier ist es nicht so sinnvoll. Befehle? Rücken aus! Okay. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Ein ich weiß immer noch nicht, ob meine Abwehr halten wird oder nicht. Es könnte sein, dass ich hier einen riesen Mist gebaut habe. Sind auf dem Weg! Aber eigentlich ist die Strategie ja sinnig im Sinne von... im Sinne von, dass hier die Gegner herkommen und ich in der Nähe bin, um sie gleich zu behaken, bevor sie einen Angriff starten. Sei denn, die Schlange macht direkt... Bin zur Stelle. Frontalangriff. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, eure Befehle? Rücken aus. Geht hoch. So, wir können einen weiteren Pfeilmacher errichten. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit. Ja, seht ihr, und da plötzlich tauchen sie alle auf. So, Ernte ist in Gefahr. Sollte man meinen, wenn ich nicht eine schützende Mauer errichtet hätte. Bogenschützen bereit. Kann ich sie erwischen hier? Ja, ich kann sie erwischen. Aber ich werde durch meine eigene Palisade auch ein bisschen blockiert. Ein bisschen geschicktem Hantieren könnte ich das umgehen, aber die Mauer schützt mich ja auch schon ganz gut. Ich mache nochmal einen Getreidebauern dahin. Kohle, bringt mir Kohle. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Okay, wir müssen aufpassen. Dahin, euer Gnaden. Warum haben die Bäcker nichts zu tun oder was? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Das Volk liebt euer Gnaden. Euch, unsere Goldvorräte wachsen stetig. Ich habe niedrige Steuern, Mann. Das sind keine hohen Steuern. Bin zur Stelle. Also stellt euch bitte nicht so an, Freunde. Bringt mir das Brot rein. Wo ist mein Brot? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Okay, dann kaufe ich ein bisschen Brot.
Halbe Ration. Habe ich jetzt eigentlich genug Steine? Steine habe ich hier momentan. Bin zur Stelle. Die Nahrungsvorräte sind euer, mein Herr. Eure Befehle. 10 Stück in diesen Turm. Und der Rest macht sich auf, um diese Türme zu bemannen. 24 sind da jetzt. Oh, der Jäger hat mich gerettet. Ausgerechnet der Jäger. Weil meine ollen Brötchenbäcker irgendwie nicht zu Potte kommen. Woran liegt das? Wartet auf Getreide. Ja, wo bleibt denn das Getreide? Da kommt es an. Bewegt euch! Und die Hasen sind ausgesperrt. Normalerweise fressen sie mein Getreide, aber ich denke mal, durch die Palisade bin ich ein bisschen geschützt vor deren Heckmeck. Ich könnte hier angreifen, dann werden sie irgendwie Pfeile in diesem Bereich regnen lassen und hoffentlich ein paar von den Hasen erwischen dabei. Bin zur Stelle. Ja, okay, 2 Stück erwischt. Das ist einfach nur dieses Gebiet, was abgedeckt wird. Ja, einen haben wir erwischt, oder 2. Quick, quick. Eigentlich können wir eine wunderbar autarke Gesellschaft bilden. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ich glaube, machen wir wieder volle Rationen. Das Volk liebt euch, mein Lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Sie wachsen sehr langsam. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Eure Befehle? Bin zur Stelle. Geh in den Turm da rein. Ja. Ich brauche mehr Leute in den Türmen. Das ist meine erste und wichtigste Verteidigungslinie hier. Bogenschützen bereit. Na gut, sollen sie Gras essen, was auch immer. Sind auf dem Weg. Solange sie mich nicht stören hier bei meinem Getreideanbau, ist mir das Wumpe. Eine kleine Soldatentruppe der okay. Schlange befindet sich auf dem Weg zur Burg. Gut, eine kleine Truppe. Ein weiter Weg. Hört auf mit euren Hasen. Soll ich mal Steinwälle errichten hier? Mit den Kapellen warte ich noch. Ich will erstmal meine Abwehr so weit haben, dass ich in Ruhe dann diese Kapellensache machen kann. Das hat für mich oberste Priorität. Oh, ein großes steinernes Torhaus. Kann ich das hier oben platzieren? Ja, ich kann das hier hin platzieren. Das ist witzig. Bringt mir das was? Oder können die Gegner auch reinkommen dann? Bin zur Stelle, mein Herr. Rücken aus. Rückt aus. Rückt alle aus. Eure Befehle? Na, nicht alle. Aber. Ein weiter Weg. Die meisten bitte. Zeit bereit. Womit kann ich dienen? Sind noch ziemlich angeschlagen. Nennt euren Wunsch. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja. Jetzt kommt hier das Mehl rein. Ich brauche mehr Getreide. Mehr Bäckereien. Ich davon habe, desto mehr Brot kriege ich und das kann ich dann zur Not verkaufen für die wichtigen Sachen wie Bögen. Bogenschützen bereit. Die Truppen der Schlange greifen an. Okay, sie sind da. Und sie haben die Keulenträger dabei. Uff da. Okay. Stufen beseitigen. Erstmal die Bogenschützen erledigen, bitte. Mein Bogen ist euer. Läuft ganz gut.
Deren Pfeile prallen an meinen Mauern ab. Sehr schön. Jetzt muss ich nur ihm zeigen, wie wir mit den Keulenträgern fertig werden, weil das sind gepanzerte Einheiten und die Bögen sind nicht so gut gegen die Lederwämse. Wenn wir Armbrüste haben, wird es wesentlich besser, aber die haben wir jetzt noch nicht. Sie nehmen direkt einen Kurs auf uns, my lord. Hier wäre noch ein Turm nicht schlecht, oder vielleicht auch hier an der Stelle. Ja, bitte. Na, es könnte halten. Ja, okay, es hat gehalten. Bloß die Frage, ob beim nächsten Mal nicht noch mehr auftauchen vom Gegner. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Bitte mehr Dorfbewohner. Vielleicht sogar eine weitere Mühle. Und mehr Bäckereien. Das sollte eigentlich dann ausreichend sein. Als nächstes brauche ich noch mehr Fallmacher. Oh, kein Holz mehr. Dann muss ich wohl mehr Holzfäller errichten. Wir müssen sowieso ziemlich weit laufen bis jetzt. Problem sind die Bären da in der Nähe. Aber ganz ehrlich, Holzfäller sind die Bärentöter, die man so kennt und liebt. Hier sehe ich Wölfe. Können wir sie erwischen? Es sind nicht mehr viele Startwölfe da. Ein kleiner Happen, mein Lord. Ah ja, stimmt. Je länger man spielt, gibt es ab und zu so Meldungen. Wollt ihr nicht schlafen gehen, mein Lord? Wollt ihr nicht was zu essen euch holen, mein Lord? Also das Spiel denkt mit. Wenn es der Meinung ist, dass man als Spieler zu viel Zeit im Spiel verbracht hat. Und das finde ich ganz witzig. So, du kannst dich schon mal auf den Weg machen. Ich mache die Treppe eben fertig. Ich habe hier einen kleinen... kleines Problem eventuell entdeckt, nämlich wenn ich hier noch einen Turm hinsetze. Das ist ja erhöht. Hier wäre es zu weit weg, glaube ich. Und hier ist es auch nicht so pralle. Da blockiere ich mich selber. Wenn hier noch so ein Turm wäre, dann, wenn ich den verbinde... Wölfe und Hasen, die sich gegenseitig umbringen. Das kann mir nur zum Vorteil gereichen. Ja. Bin zur Stelle. Beliebtheit ist nicht so dolle. Okay, vielleicht sollte ich jetzt mal langsam anfangen, Kapellen zu bauen. Aber das kostet mich 250 Gold außerdem auch noch. Also, teuer, teuer, teuer. Tora, Tora, Tora. Nee, teuer, teuer, teuer. Bitte beseitigt den Wolf da. Bitte beseitigt den Wolf da. Bitte beseitigt den... Bitte schießt, trefft... Oh mein Gott, Wölfe in Bewegung. Das ist das... Okay, endlich. Ich sollte sie auf Abwehr stellen und nicht auf Aggressivhaltung. Nennt euren Wunsch. Bogenschützen bereit. Hoch da. Kann da ein Wolf an? Ich werde schon paranoid. Ich werde von Wölfen verfolgt. Und ich brauche noch eine Hütte. Meine Produktion ja ordentlich aufgestockt jetzt. Ich gebe mal extra Rationen raus. Eine hohe Meinung von euch. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Erstmal die Abwehr, dann sehen wir weiter. Mir fehlt Holz. Zum Glück ist das nicht so teuer. Ich sollte es auch nie so weit kommen. Okay, meine Holzfäller sind ja auch hier am werkeln. Das ist kontraproduktiv. Holt mir hier das Holz weg. Bitte.
Bogen ist euer. Ich hab da irgendjemanden stöhnen gehört. Ich dachte schon, das wären die Wölfe wieder. Bin zur Stelle. Mein Herr? Rücken aus. Eure Befehle? So, und die Hasen sind keine Bedrohung für mich, solange sie nicht meinen Korn fressen. Und das tun sie irgendwie nicht. Dank der Palisade, die mich hier schützt. Ja, und der Gegner kommt auch meist auf meine Steine hernieder. Und da er einen direkten Pfad zu meiner Burg hat, wird er wahrscheinlich auch eher den Pfad nehmen wollen. Also entweder greift er meine Steine an oder meinen Burgfried. Auf jeden Fall wird er während der ganzen Zwischenzeit attackiert von den Bogenschützen, die hier oben hocken. Ich spiele sehr langsam, ich weiß, aber das liegt daran, weil ich ein langsamer Mensch bin. Und ich mag es gerne, wenn mal ein bisschen Frieden zwischendurch ist. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Ein weiter Weg. Mal auf diesen Turm da drauf. Nochmal zwei. Bin zur Stelle. Jawohl. Ja. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Dann habe ich da ein paar Hocken. Hasen können nicht durch Palisaden durch. Gut zu wissen. So, meine Holzproduktion hat ein bisschen gelitten. Was mit der Nahrungsversorgung? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Das ja. Ist eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Woran liegt das? Die Mühlen machen. Botschaft der Schlange. Oh. Was für ein Held! Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Nein, bitte nicht. Verschone mich mit deiner Überraschung. Schlangenmeister. Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnaden. Rasende Geschwindigkeit. Ein weiter Weg. Unsere Ernte ist so lange nicht in Gefahr, wie die Palisade hält. Es sind zum Glück keine Killerhasen wie aus Ritter der Kokosnuss. Mein Herr? Ah, kommen Sie hierher. Pfeile bereit. Schießt einfach mal prophylaktisch drauf. Das kann nicht schaden. Sie kommen gefährlich nah an mein Tor. Und ich weiß nicht, ob das Tor reagiert. Die gelten ja nicht als Angreifer in dem Sinne. Das Tor wird sich automatisch nicht schließen. Also muss ich hier mit dem Bogenschützen eingreifen. Und man sieht, einige unserer Pfeile prallen an der inneren Palisade ab. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Ja. 35 hocken da jetzt. Gut. Mehr Pfeilmacher, bitte. Kommt zu wenig Brot rein hier. Vielleicht sollte ich ein paar Käsereien errichten. Einfach nur aus Jux und Dollerei. Die könnte ich ja dann hier hinsetzen. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Käse rein, was ja auch zur Beliebtheit beiträgt, wenn wir verschiedene Nahrungsmittel haben. Der Schlange greifen an. Okay, er ist wieder da. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Bitte geht da rein. Und es sind schon ein paar mehr Bogenschützen auf jeden Fall. Okay, schafft ihr es noch da rein oder nicht? Und er greift auch direkt an. Kommt schon, ich will die Mauern da zerstören. Ich meine die Stufe. Gut. Mein Bogen ist euer. Okay, liefert euch das Duell. Mein Herr? Was könnte ich noch einen Turm gebrauchen hier? Hier wäre noch einer möglich. Jetzt kann ich nicht mehr bauen, weil die Türen schon da sind. Und es sind ein paar wesentlich mehr von diesen Gesellen hier. Oh, oh.
unten durch. Hab ich da... Oh, wie sind die reingekommen? Wie sind die da reingekommen? Eure Befehle? Kann ich die erfreuen? Ja, ich auch Vergnügen. Ihr könnt auf uns zählen. Der Feind ist bin zur Stelle. Ja, der Feind ist bezwungen, aber... Wie ist der hier reingekommen? Wohin gehen wir? Bringt ja bis jetzt kein Belagerungsgerät mit. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie er da reingekommen ist in diesen Turm hier. Ein weiter Weg. Ja, beschwert euch nicht. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Ein Bär greift die Siedlung an. Warte, wo ist ein Bär? Oh, da war ein Bär. Mein Herr? Er hat meinen Bogenschützen angegriffen. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Fast bin ich versucht, ein paar weitere Pikeniere zu mir zu kaufen. 100 kostet mich das. Bleiben wir es bei unserem Bogenschützen. Benötigt, das Volk liebt euch, my Lord. Die Beliebtheit steigt. Käse ist noch nicht fertig. Das braucht ein bisschen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Doch, die gibt es. Das Problem ist bloß, ein paar Bauern sind gestorben. Okay, die Schlange... Und Speicher. ...hat mehr... Truppen diesmal an Sand. Die rennen alle hier auf diesen Eingang zu, logischerweise. Okay. Vielleicht sollte ich ein Torhaus bauen, ein großes. Mein Herz sagt mir, das könnte gut sein. Hier werden sie dann schön in die Zange genommen, wenn sie hier zwischen diesen Türmen sind, weil sonst sind die ziemlich schnell raus. Wenn ich hier das Tor ausbaue... Das sollte passen. Hätte, hätte Fahrradkette, wa? Ja, ich weiß. Okay. Reiß das hier ab. Und baut mir einen schönen Steinwall hier hin. Binden wir das hier. Ja. Okay, das kann auch weg. Das ist Mucks. Ich möchte möglichst gerade Wände haben. Wir können ja durchlaufen, wa? Sieht ein bisschen holprig aus, aber... Hey, hey, hey. Bin zur Stelle. So. Rücken aus. Geht da drauf. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich weiß immer noch nicht, wie diese Keulenträger es hier reingeschafft haben zu mir. Ich hab die Weil die Stufe ist ja zerstört an der Stelle. Ach, egal, wisst ihr was? Ich reiß das weiter ab. Also wenn sie so hoch springen können, dann bin ich beeindruckt. Muss repariert werden. Und der auch. Minimale Reparaturen, aber trotzdem. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. So, dann werden die von hier und dort in die Zange genommen, falls sie hier dann durchbrechen. Sobald die hier nämlich sonst vorbei sind, habe ich bloß noch diese Bogenschützen, die sich mit denen schlagen können. Und das ist ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Alternativ muss ich sicher auch mal hier diesen Wall hier vielleicht optimieren, weil... Ich weiß nicht... Okay, ist ein Baum im Weg. Ob die vielleicht das hier sonst als Schwachstelle erkennen? Oder werden sie hier unter Beschuss genommen? Das ist wie Helms Klamm hier. So, Steine habe ich derzeit nicht. Der Steinbruch wirft auch nichts mehr ab. Vielleicht sollte ich einen weiteren Steinbruch errichten hier. Noch ein Ochsenjoch.
könnte ja mal einen Pikenmacher ansetzen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ich sehe auch gerade, wir haben irgendwie kein Getreide mehr. Viele meiner Bäcker sind irgendwie... Und meine Mühle macht auch nichts. Also muss ich wohl Getreide kaufen. Na, jetzt kommt was rein. Jetzt kann ich sogar Bögen verkaufen. Das Volk ist entzückt über eure bevorstehende Vermählung, Sire. Oh, meine Beliebtheit. Das Volk huldigt euch, Sire. Nee, eigentlich steigert sich die Beliebtheit dann, wenn die alle die Hochzeit feiern. Aber ich habe ja auch keine Kirche, also ich weiß gar nicht, was sie da feiern wollen. Gut, eigentlich wollte ich jetzt Getreide kaufen, aber das ist ja schon da. Ich habe hier 4 Höfe. Trotzdem kriege ich irgendwie nicht genug Getreide rein. Das kostet mich 115 Getreide. Und daraus lässt sich wohl mehr machen als aus Brötchen, weil die sind billiger. Aber ich schätze mal, Getreide ist deshalb wertvoller. Ich kaufe mal einmal. So, der Rest wird in Bogenschützen investiert. Das Volk huldigt. Beliebtheit plus 12, okay. Fließt in die Schatzkammer, Sire. Das ist die Vermählung. Das passiert einmal, wir können uns einmal vermählen, obwohl ich keine Kirche habe und kein Priester uns trauen kann. Aber das passiert dann irgendwann und das gibt plus 8 Beliebtheit für eine kurze Zeit und das heißt, ich kann die Steuern ordentlich hochkloppen. Wuchersteuern. Und dann wird auch entsprechend eine weitere Hütte gebaut, weil die brauche ich nämlich auch noch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Nee, nee. Habe ich 60 Bewohner hier. Mehr Getreide. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Gut, dann kann ich auch ein paar Lanzen machen. So, ich hoffe, meine Bäcker tun dann ihre Arbeit endlich wieder. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Okay, ich sollte die Steuern wieder runtersetzen, weil die Vermählung wird nicht lange anhalten. Oh, die ist schon vorbei. Meine Beliebtheit wird sinken. So, minus 7. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Warum ist der leer? Warum macht ihr kein Brot? Ich habe kein Getreide. Bringt es her, bringt mir das Getreide, ihr Vögel. Und bring mir den Käse. Wo ist der Käse? Ah, der Käse kommt. Gut. Der Käse. Ich will den Käse. Der köstliche Käse. Köstlicher Käse. Ja, ich muss ein bisschen was kaufen an Nahrung, sonst fliegt mir das alles um die Ohren. Und bitte keine Extra-Rationen mehr, sondern nur noch normale. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. 2 vorhandene Nahrungsarten. Käse und Brot gibt es. Und jetzt kommt das Brötchen auch wieder rein. Das Volk liebt euch, my Lord. Gut. Das Volk liebt mich. Bin zur Stelle. So, Brot wird nicht verhökert. Das Volk liebt euch, my Lord. Unsere Schatzkammer leert sich. Soll ich Steuern erhöhen? Ja, okay, mach ich mal. Lebensmittelvorräte wachsen. Okay, extra Ration. Jetzt habe ich auch wieder gute Nahrung. Jetzt läuft die Nahrungsmittelproduktion wieder an hier. So lange dauert. Ups. 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 Upsie Daisy. Okay. Kann ich ein Tor bauen? Ein kleines Tor hätte ich hier doch ganz gern. Steht da oben jetzt rum. Weg damit. Okay.
bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. Auf die Welle bitte. Bin zur Stelle. Hier habe ich 44. Und ich kann einen ersten Lanzenträger wieder ausbilden. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, für den Fall der Fälle. Die sind alle ein bisschen angeschlagen. Eine Botschaft der Schlange. Nein! Es ist Zeit, das Zeitliche zu segnen. Das sagst du. Habe ich auch Mitspracherecht oder ist das nicht erlaubt? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das Volk liebt euch, my Lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Gut. Bin zur Stelle. Wir verlieren ein bisschen Gold. Ein Bär greift die Siedlung an. Ein Bär? Wo ist der Bär? Ach, da oben. Oh, dein Holzfäller getötet. Nein! Lanzenhoshis, kümmert euch bitte darum. Erledigt den Bär. Warum muss er so weit in den Süden wandern? Was habe ich ihm hier getan? Womit kann ich dich? Außer seine Artgenossen umzubringen. Der lila Launebär ist angepisst. Er stinksauer. Immer noch so wenig. Irgendwas scheint mit meinen Versorgungswegen nicht ganz zu stimmen, habe ich den Eindruck, weil ich habe so wenig Mehl. Da kommt doch das ganze Getreide. Die sind doch alle am Malochen. Ich habe genug Lagerplatz.